Hallo und herzlich willkommen wieder hier erneut zurück nach Toussaint. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Hauptquest ein bisschen weiter. Und ja, plötzlich darf mir hier gerne mal helfen, ein bisschen schneller voranzukommen. Denn ich soll jetzt in die Nähe des Turnierplatzes, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist da unten, dieses Gut. Einfach der Straße folgend. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Mann, sieht das hier geil aus, ganz ehrlich. Das nenne ich mal schönes, sattes Grün. Kampf, ne? Ich muss mich beeilen. Verdammt, der Mörder muss noch hier sein. Mann, der war aber schnell. Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller, mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Hallo, Proxa. Feuer tut ihr nun mal nicht gut. Na, wo bist du? Oh, 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 shit. Schwarz ist blöd. Ich würde davon genehmigen sollen. Burn in hell, bitch. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Wahrscheinlich Spuren verwischt. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nett. Elfgardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden,
Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Jaks, lecker. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Hm. Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Ja, ich glaube, das wäre das Beste zur Zeit. Sherlock, Hexer. Ich hoffe, es sieht jetzt nicht danach aus, als wären wir das gewesen. Aber, mein Lieber, die Bruxa ist da ganz schön durchgedödelt. Und das ohne Probleme. Ja, wollte gerade sagen, teleportieren macht ja keinen Sinn, wenn ich noch nicht weiß, wo das überhaupt ist. Das Turnier mit der Herzogin. Jetzt muss ich erstmal hier lang. Das hier gehört wahrscheinlich alles noch dazu. Das ist ein komplettes Weingut. Das ist die Vorderanlage plus die Hauptanlage. Krasses Ding. Da lässt sich doch leben. Gut, ohne Leichen im Keller besser, aber... Oder Leichen, die den Garten noch verschandeln. Aber dann ist es schon gut. Oh! Warte mal, ich bin doch gerade ein bisschen im Kreis gerannt, oder? Tatsache, das ist einfach oben drüber gewesen. Dieses Ding, das ist die Arena. Geil. Da tummeln sich auch schon die Leute. Achtung, ihr lieben Kinder. Warum? Weiter so, Plätze. Da sehe ich zwei Tische für mich einmal. Ich biete verchromte, gravierte und kannelierte Rüstungen feil. Was das Herz begehrt. Kanneliert? What the fuck? Dann schauen wir uns mal um. Zeig was mir, hat was er denn Schönes? Hast. Er hat auf jeden Fall jede Menge. Und wir haben tatsächlich Ritterturnierrüstungen, die wir erwerben können. Allerdings bräuchte ich erstmal noch ein Level up, damit ich diese hier benutzen kann. Das ist natürlich schlicht. Ich könnte mich natürlich mal noch kurz für den nächsten Part leveln. Irgendwo Monsterhorden suchen, so kaputt kloppen bis die Tage. Aber na gut. Oh, vom Erlenvolk. Sind ein paar coole Sachen dabei. Oh, Rüstung fürs Pferd. Ja, das wird doch jetzt interessanter. Ich habe eine 100er Ausdauer-Sattelrüstung. 110 Kapazität. Ich glaube, das ist besser als das, was ich beim Pferd momentan habe. Das kommt mal mit. 5 Ritter, ein normaler Rittersattel. Claude Mert irgendwas Sattel. 100 verlieren, dafür sieht mein Pferd mal richtig schick aus. Sollte ich aber das Passende dazu kaufen und dann entscheide ich doch einfach mal eher über den Helm. Und der Helm, würde ich jetzt sagen, ist einfach mal der ganz normale Ritter, wobei der goldene. Geben dasselbe. Ich pendel gerade zwischen dem Goldenen und dem Ritter. Ich glaube, ich kaufe mir einfach beide. Kosten nicht so viel. Passt schon. So. Apropos, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, welche Verbesserungen ich denn in meine Rüstung eingetragen hatte. Und zwar meine Vipern-Rüstung. Bis dann. Mache ich nochmal kurz. Und rüste Plötze aus. So, das ist eine 100er, das ist eine 110er Tasche, wunderbar, die ist höher. 60 Panik.
60 Panik, das wäre sogar egal. Probieren wir erstmal das Goldene. Und wie gesagt, hier ist halt... Oh nein, der Ophirische gab nur 95. So, das hier wäre jetzt die goldene Rüstung. Oh, die sieht ganz schick aus. Mir gefällt die Augenklappe nur nicht so. Jetzt die vom normalen Ritter. Passt eigentlich besser als das goldene. Bisschen dezenter. So, dann spielen wir noch eine Runde Quint. Dann gehen wir noch zum nächsten Händler. Erstmal ein bisschen abchecken, was hier los ist. Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir trotzdem eine Runde Quint spielen? Was wünschst du, Meister? Ach ja, alle Männer auf der Welt sind Zocker. Ulala. Kommt da gleich mit dem Helden heraus. Oh no. 3 Stück platt gemacht, so ein Arsch. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin. Die Runde für uns zu entscheiden. Bis jetzt hat er noch keinen einzigen Doppelten draußen. Hab's Gefühl, der hat auch keinen. Ah, wunderbar. Hol ich jemanden direkt den 20er komplett weg. Oh, verdammt, er hat ihn wiederbeleben. Gut, das war geschickt. Das Schlimme ist, ich muss die Runde jetzt eigentlich beenden. Haha, ich gewinne mit einem Punkt. Oh mein Gott. Ein Glück, dass ich mir jetzt einen Spion krallen kann. Na, nein, er natürlich auch. Aber ich habe noch einen. Es gibt mir eine Finte. Gib mir eine Finte. Jawohl. Die besten Matches sind eh die, bei denen man permanent nur austauschen muss und Spione hin und her blockt, bis dein ganzes Deck leer ist. Ach, ich freue mich schon, wenn meine Karten kommen. Er passt. Na gut. Dann stirbt jetzt erstmal sein Zehner. Dann wird alles eingenebelt. Und danach hole ich mir die zweite Balliste. Oder besser, Katapult. Habe bereits gewonnen, lege aber jetzt noch die Karten aus. Power Overwhelming. So muss das sein. Und hoffentlich mal wieder ein paar neue Karten bekommen. Eine zumindest. Ah, ein Mann vom Fach. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ihr wisst gute Qualität zu schätzen. Ganz gewiss. Was hast du denn da? So, schauen wir uns einmal um. Was hat er denn schönes? Schwerter etc. Gut, er macht ein bisschen mehr Schaden, hat aber weniger einen Runenslot. Deswegen für mich auch uninteressant. Brauche mindestens 3.
Aber kaufen tue ich schon mal nichts. Dann gehen wir mal eben noch eine kleine Runde Partie Quent spielen und danach mache ich mein Part schon finish. Dementsprechend, wenn jemand das hier schon skippen will, dann kann das jetzt schon. Dreimal Finte ist viel zu viel. Ich habe keinen zum Ziehen. Traurig. Eine Kuh? What the hell? Rächer, wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitenkarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Wow. Ach, okay, ich verstehe. Das ist gemünzt auf die Leute, die die Kühe im Anfangsgebiet gekillt haben und daraufhin kommt ja mittlerweile ein Biest, das darauf beschworen wird und... Ein Biest, geil. Geil gemacht. Verstecken Easter Eggs des eigenen Spiels im Spiel. Das ist mal nice. Ja, dementsprechend wurde jetzt weggelegt und für die zweite Runde kommt dann der gehörnte Verteidiger. Oder gehörnte Verteidigungskraft. Passt irgendwie nicht so ganz für die Karte, eventuell Übersetzungsfehler. Jetzt habe ich aber auch meinen Spion erhalten. Das ist sehr gut. Odin, du elender Hund, du. Okay, ich bin jetzt leicht verwundert. Die Karte macht doch normalerweise den gesamten Schaden auf 1 runter. Warum ist das bei denen jetzt nicht passiert? Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Einheiten verlieren bei schlechten Wettern nur die Hälfte ihrer Stärke. Oh. Oh. Cool. Definitiv. Cool. Ich habe das dezente Gefühl, der macht mich gerade platt. Und gewonnen. Tut mir ja leid, aber mein Deck ist auch gegen die Skellige-Decke. Gut. So, dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier wieder Cut. Sehen Sie wieder Max Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Sayonara.